So, einen schönen guten Morgen in die Runde. Ich begrüße Sie zum heutigen Webinar, wo es um das Windows Spring Release 2004 gehen soll. Danke, dass Sie sich als solches die Zeit nehmen. Ich bemühe mich auch, dass wir es entsprechend schnell und knackig halten, das Ganze in der entsprechenden Übersicht. Vorab selber, bevor ich zu den entsprechenden Features komme, die im 2004 quasi mitkommen, wollte ich gerne noch mal einen kurzen Abriss dazu geben, wie es mit den entsprechenden Versionierungen aussieht, die quasi jetzt hinter uns liegen, beziehungsweise was sich dort unter Umständen jetzt noch geändert hat und ja, welche Änderungen wir auch im Zuge von 2004 zum Beispiel bei uns am Preload an Änderungen quasi mit vornehmen. Okay, wenn wieder Fragen sind, wie gesagt, gerne auch im Chat kurz mit reinschreiben. Ich werde dann versuchen, darauf dann immer mal zu schielen und Bezug zu nehmen. Die entsprechenden Unterlagen selber habe ich Ihnen auch schon hochgeladen. Können Sie natürlich auch dahingehend gerne weiter verwenden. Okay, das soweit zum Einstieg. Ich habe mir diese Folie als solches mal zum Einstieg her mit hergenommen, um einfach nochmal, ja, wie gesagt, uns ein bisschen in Erinnerung zu rufen, wie das Ganze mit diesen Update-Zyklen bei Microsoft vonstatten geht. Ich denke, jeder von Ihnen ist sich so weit im Bilde, dass die entsprechenden Update-Zyklen in der Regel für uns, wo wir uns hauptsächlich, denke ich, im KMU-Bereich bewegen, weniger im Enterprise-Bereich, generell bei 18 Monaten liegen. Das heißt, immer wenn ein entsprechendes Release rauskommt, haben Sie grundsätzlich 18 Monate entsprechende Serviceverfügbarkeit durch Microsoft gegeben, bis dann quasi mehr oder weniger das nächste Zwangsupdate für Sie ansteht oder für den Kunden. Wie gesagt, der Punkt drüber sind mit dem 18.09 damals eingeführten Service-Erweiterungen oder verschobenen Service-Enddaten im Bereich für Enterprise-Kunden beziehungsweise Windows 10 Education-Kunden, also alle, die im Volumenbereich unterwegs sind, größere Umgebungen betreuen, dass man dort eben mit dem Herbst-Release 18.09 eine Service-Verfügbarkeit von bis zu 30 Monaten soweit angibt. Und das gilt grundsätzlich immer ab, wie gesagt, 18.09 für die entsprechenden Herbst-Releases. Das heißt 18.09, das im letzten Jahr gereleaste 19.09 und dann eben auch, wie gesagt, das, was wir dieses Jahr noch erwarten, das 20.09, werden immer im Enterprise- oder Education-Umfeld eine Serviceverfügbarkeit von 30 Monaten haben. Das heißt, wenn Sie dort wirklich mal Kunden explizit darauf ansprechen sollten, okay, wie kann ich über diese 18 Monate hinausgehen? Welche Möglichkeiten gibt es dort? Dann sollten Sie immer im Hinterkopf behalten, okay, es sollte, wenn möglich, ein Herbst-Release sein, weil diese eben gerade für diese Großkunden mit einer Verfügbarkeit von 30 Monaten um die Ecke kommen. Ansonsten gilt, wenn es ein Frühjahrsupdate ist, so wie wir es jetzt haben mit dem 2004, ist es egal, in welchem Kanal wir uns dort entsprechend bewegen oder welchem Kundensegment wir uns bewegen. Dort handelt es sich quasi immer um eine Serviceverfügbarkeit von 18 Monaten. Ich habe Ihnen das hier auch nochmal kurz mit rausgezogen. Wie gesagt, rückblickend bis 17.09 ist das hier mal stellvertretend mit aufgeführt. Sie sehen selbst, die Quelle ist für Sie natürlich genauso zugänglich. Das ist in Microsoft Docs schön übersichtlich dargestellt und auch, wie ich finde, sehr, sehr schön immer aktuell gepflegt. Die letzte Aktualisierung fand hier eben am letzten Freitag statt. Und Sie sehen, dort ist eben noch der letzte Kanal, das letzte Update, die 19.09 entsprechend angezeigt. Und da wird es eben jetzt so sein, dass dann quasi zu morgen das entsprechende Release von 2004 erscheinen sollte. Da beginnt morgen der entsprechende Rollout seitens Microsoft. Da werden quasi die ersten, die ja, die Targeted
Kunden entsprechend als erstes versorgt mit dem 2004 Update. Schauen Sie vielleicht, wie gesagt, morgen einfach dort mal rein, ob dann, wie gesagt, diese Übersicht und diese Tabelle dort schon aktualisiert ist. Ansonsten sehen Sie hier auch fein, welches Bild für welche Version entsprechend gilt, wie aktuell diese ist, wann diese ein letztes Revisionsdatum entsprechend erhalten hat, ist hier gleichermaßen mit aufgeführt. Und da wollte ich eigentlich soweit hinaus auf diese entsprechenden Service enden. Die können Sie natürlich genauso immer mit Ihren Kunden zusammen soweit einblicken und ja, oder beziehungsweise sollten Sie im Blick behalten, wann diese anstehen, dass man eben dem Kunden mitteilen kann, okay, bis dann und dann müssen wir auf ein entsprechend neues Release wechseln. Was ich in diesem Zuge mit hinaus wollte, ist, wenn man sich jetzt in Erinnerung ruft, die Folie vorher mit einer Servicelaufzeit von 18 Monaten im Pro-Umfeld, dann würde das, wenn man hier die entsprechenden Serviceenden sieht, nicht ganz zusammenpassen, weil Sie sehen selbst, das 18.09 Update läuft quasi am 10. November diesen Jahres aus und das Spring Release 19.03 läuft am 8. Dezember diesen Jahres aus. Normalerweise sollten hier also eigentlich 6 Monate ja Unterschied sein. Warum ist das nicht so? Der ein oder andere hat es vielleicht von Ihnen in der Presse mitbekommen. Das ist auch der entsprechenden Corona-Krise geschuldet. Microsoft hat sich diesem angenommen, hat gesagt, okay, Partner haben sicherlich jetzt in dem Zuge anderes auf dem Schirm, als sich um, wie gesagt, ein neues Release zu kümmern. Und dementsprechend hat man gesagt, okay, wir verlängern das entsprechende Serviceende vom 18.09 vom Herbst-Release um weitere 6 Monate und deswegen laufen diese Daten jetzt nahezu identisch aus. Ja, das heißt, alle Kunden, die bei Ihnen jetzt noch auf dem 18.09 Versionsstand sein sollten, können Sie dahingehend beruhigen, dass dafür jetzt noch ein halbes Jahr Zeit bleibt, um hier dann quasi den nächsten Versionssprung oder den doppelten Versionssprung so gesehen bis 19.09 eben dann wenigstens auszuführen. Für all jene, die sich nicht ganz sicher sind, mit dem Befehl WinFair können Sie quasi immer die entsprechende aktuellste Version oder die installierte Version entsprechend einsehen. Alle anderen betreffenden vorhergehenden Versionen haben entsprechend schon ihr Serviceende erreicht. Da hat Microsoft auch keine Anpassung dahingehend mehr vorgenommen. Macht soweit auch keinen Sinn, rückwirkend eine Verlängerung der Serviceenden vorzunehmen. Und wie wir es jetzt entsprechend auch gerade in der Folie vorher hatten, hier super mit einsehbar im Enterprise oder wie gesagt Education-Umfeld, sieht man hier ganz klar diese zusätzlichen 6 Monate, die man aufgrund dieser 30 Monate Serviceverfügbarkeit eben von dem Herbst-Release 18.09 hat. Dementsprechend läuft hier die Serviceverfügbarkeit eben bis Mai 2021 und das 19.03 endet, wie gesagt, im Dezember diesen Jahres. Also wie gesagt, immer gelegentlich hier mal reingucken, ist sehr hilfreich aus meiner Sicht. Ganz wichtig, deswegen habe ich es hier nochmal reingenommen, das Ganze ist natürlich nicht für LTSC relevant. LTSC sind die Long-Term Service Channel Versionen von Windows und diese haben wiederum ganz andere Serviceverfügbarkeiten bzw. auch Bezugszeiten. Ja, das Ganze wird anders bezogen und wie gesagt dann über entsprechend längere Zeiträume bereitgestellt. Auch hier gibt es dafür separate Übersichten, das wollte ich Ihnen aber an der Stelle jetzt ersparen. Gut, das vorab. Was hat das wiederum ja, ein Stück weit mit unserem Reload zu tun? Relativ wenig, aber
Es gibt trotzdem Änderungen bei uns mit dem 2004er Update. Denn wir haben von vielen Kunden auch Rückmeldungen gehört, dass, ja, ich sag mal, eine gewisse Unzufriedenheit dahingehend bestand mit der Multi-Language-Installation. Dass es dort oftmals zu Verzögerungen kommt bei der Bereitstellung von Geräten, dass diese oftmals sehr, sehr lange benötigen, um die entsprechenden Spracheinstellungen zu übernehmen oder dass diese im schlimmsten Falle sogar fehlerhaft angezeigt wurden. Wir haben in unserem Kundenklientel verhältnismäßig wenige, die wirklich auf andere Sprachpakete so weit zurückgreifen. Und deshalb haben wir uns auch am Ende dazu entschlossen, hier das Preload dahingehend wieder anzupassen, dass wir unser standardmäßiges Preload von einer Mehrsprachigkeit auf Deutsch quasi zurückstellen. Das heißt, Sie werden reine deutsche Installation vorfinden, es sei denn, Sie möchten dies explizit als Multilingual haben, dann besteht diese Option weiterhin, wird dann einfach nur durch den entsprechenden Kollegen im Vertrieb ergänzt, sodass weitere Sprachpakete optional verfügbar werden. Und auch dahingehend, ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Weise für einen von Ihnen relevant ist. Microsoft hat jetzt wirklich gänzlich die 32-Bit-Vorinstallationsoption eingestellt. Es gibt also keine 32-Bit-Vorinstallationsoptionen mehr im Zuge des Updates 2004. Also wie gesagt, falls dort irgendwo auch Kunden ihrerseits bestehen, das nur am Rande. Um die Problematik dahingehend aufzugreifen, die wir vorher hatten, sprich, dass Sie vielleicht Kunden haben, die bestimmte Versionierungen benötigen. Kann ja am Ende irgendwelche Drittanbieter-Software geben, die noch nicht mit dem aktuellsten Bild von Microsoft kompatibel sind, dass es dort entsprechende Freigaben gibt für bestimmte Versionierungen. Und hier haben wir, wie gesagt, für Sie die Möglichkeit, wenn Sie uns das anzeigen, auch entsprechende ältere Builds quasi in die Vorinstallation mit reinzunehmen. Das heißt, wenn Stand heute vielleicht noch ein Bild von, sagen wir, 1903 benötigt wird, dann können wir das auch individuell für dieses Gerät mit vornehmen. Wie gesagt, standardmäßig wird es immer ein 2004 sein, wenn Sie uns dahingehend nichts anderes anzeigen. Ja, das, wie gesagt, an der Stelle mit erwähnt. Sprechen Sie uns da gerne an und dann machen wir das auch soweit möglich, Ihnen eine ältere Versionierung mit vorzuinstallieren. Gut, falls es dazu keine Fragen gibt, würde ich dann erstmal soweit weitergehen. Gleiches gilt im Übrigen dann auch perspektivisch für die Serversysteme. Dort haben wir mo momentan auch eine Multilanguage-Installation. Dort werden wir es höchstwahrscheinlich eben auch so vornehmen, dass wir quasi perspektivisch dort nur Deutsch bringen und Multilanguage als Option. Ach so, wichtigste Info vielleicht an der Stelle. Wie gesagt, 2004 wird Microsoft quasi morgen beginnen auszurollen. Wir sind hier in den letzten Zügen bei uns das entsprechende Preload zu testen. Voraussichtlich werden wir die Freigabe für das 2004er Update ab kommender Woche vornehmen, sodass Sie dann quasi ab Juni bei uns Geräte auch mit 2004 vorinstalliert bekommen können. Ausnahmen selber könnten dort vielleicht Lagersysteme sein, die, wie gesagt, jetzt gepreloadet sind und sich bei uns am Lager befinden. Dort bitte ich dann entsprechend um Nachsicht, dass wir die Geräte natürlich dann auch ja, fließend wechseln werden im Lager. Okay, zu den entsprechenden Features im 2004. Ich habe das Ganze mal, wie gesagt, anhand von Screenshots mal soweit zusammengefasst für Sie, um es ein bisschen übersichtlich zu halten und auch, wie gesagt, dokumentierbar in Form der Präsentation, die ich Ihnen angehängt habe. Als erstes selbst habe ich mal mir das rausgezogen.
Reset des PCs aus der Cloud heraus. Das sind auch Themen, die uns ja verhältnismäßig oft in dem im Support natürlich betreffen, wo Kunden entsprechend anrufen und nach wie vor nach einer Recovery-CD fragen oder DVD, was natürlich im Zuge von Windows 10 wenig Sinn macht. Wenn ich, wie gesagt, halbjährlich Updates eines Systems habe und dort ein neues Bild aufgespielt bekomme, macht es wenig Sinn, für ein Recovery zum Beispiel eine 3 Jahre alte DVD herzunehmen. Manch einer versteht das, manch einer nicht. Für mich selber ist es nicht ganz schlüssig dahingehend, aber gut. Die Lösung selbst, die man natürlich propagiert, ist dort natürlich das Media Creation Tool zu nehmen, das Sie bei Microsoft entsprechend runterladen können, sich dort entsprechendes ISO erstellen können. Nun aber bringt, wie gesagt, Microsoft auch in der Recovery-Funktion quasi eine Cloud-Download-Option mit. Und das Schöne, dass ist hier eben, dass man sich das entsprechend selbe Bild, dieselbe Version und dieselbe Edition quasi direkt aus der Cloud herunterladen kann und auf dem Gerät entsprechend verfügbar bekommt. Das erleichtert sicherlich vieles, gerade auch im privaten Umfeld, denke ich, dass man hier relativ schnell und einfach zu einem Recovery kommt. Relativ kundenfreundlich. Der Task Manager kriegt auch ein kleines Update. Ich sag mal so, ist jetzt die Frage, inwiefern das für den kommerziellen Bereich maßgeblich relevant ist. Ich sehe es gerade für den ja auch privaten und Gaming-Sektor vielleicht interessant, weil man hier zum Beispiel eine Ergänzung der Temperaturanzeige der Grafikkarte vorgenommen hat. Das heißt, sofern Sie eine dedizierte Grafikkarte haben, könnten Sie jetzt im Taskmanager dort gleichermaßen die Temperaturwerte der Grafikkarte mit auslesen. Oder wie gesagt, vielleicht auch bei Workstations interessant, wo ich gegebenenfalls mehrere Grafikkarten drinstecken habe, wo ich vielleicht ja auch Probleme dahingehend bekommen mit der Kühlung solcher Grafikkarten. Dann macht sowas entsprechend natürlich auch Sinn, mir sowas anzeigen zu lassen. Unter Umständen ist hierfür eine Aktualisierung des Grafiktreibers nötig. Und wie Sie selbst auch sehen, momentan wird diese Temperaturanzeige in Celsius gefahren. Ich denke, von uns aus wird da wenig Bedarf bestehen, das Ganze in Fahrenheit oder in Kelvin sich entsprechend anzeigen zu lassen. Und neben der Temperatur der Grafikkarte selbst wird jetzt auch der entsprechende Disk-Typ angezeigt. Deswegen hier mal stellvertretend ein Bild für einen Rechner mit einer entsprechenden SSD. Dann gibt es eine ja, Neustart-Einstellungs-App, nicht zu verwechseln mit dem Auto-Run, mit der Auto-Run-Funktion. Hier handelt es sich, wie gesagt, um ein Einstellungsfeature, was grundsätzlich deaktiviert ist. Das muss man also aktivieren. Und es bewirkt eben, dass alle entsprechenden Anwendungen, die einen automatischen Windows-Start quasi beinhalten, dass Microsoft quasi diese Apps entsprechend erkennt, die Anmeldedaten für diese Apps entsprechend speichert und sofern sie sich, wie gesagt, abmelden, den Rechner neu starten oder dann einfach herunterfahren und beim nächsten Start quasi ja, wieder in den Anmeldebildschirm reinkommen, wird im Hintergrund, wie gesagt, werden alle diese Apps, die dies unterstützen, standardmäßig eben dann gestartet. Wie gesagt, ist ein bisschen anders als beim Autostart, wo ich die gegebenenfalls selbst hinzufügen muss, beziehungsweise das in der entsprechenden App manuell einstellen muss. Hier erkennt das Microsoft jetzt, wie gesagt, oder Windows automatisch und startet diese Apps, sofern Sie einmal diesen Schieberegler eben auf On gestellt haben. Auch sicherlich im Zuge dessen, gerade vielleicht im kommerziellen Umfeld, wo man Tag ein, Tag aus die gleichen
Anwendungen nutzt, sicherlich sinnvoll, um hier schneller produktiv zu sein. Auch ein schönes Gimmick, sage ich jetzt mal, gerade für sicherlich Sie als Partner, wo Sie die entsprechenden Kunden betreuen. Und zwar hat man im Netzwerkstatus verschiedene Ansichten mehr oder weniger zusammengeführt, um gleich auf der entsprechenden Startseite mehr an Informationen ablesen zu können. Und zwar hat man hier, wie gesagt, einmal den Netzwerkstatus und die entsprechenden Netzwerkverbindungen und die entsprechenden Datennutzungsraten quasi zusammengefasst. Wie Sie es entsprechend unten rechts auf dem Bild sehen, kriegen Sie eben auf einen Blick angezeigt, über welche Netzwerkverbindungen quasi der Client verfügt und welche dort entsprechend gerade genutzt werden. Weiter haben Sie die Möglichkeit, Download-Drosselungsoptionen so weit hin vorzunehmen. Bisher war das ja soweit eingeschränkt auf prozentuale Angaben. Laut Microsoft gab es dort, wie gesagt, viele Rückmeldungen von Kunden, die sich dahingehend beschwert haben, dass ihnen das nicht genügt. Und dementsprechend hat Microsoft darauf reagiert und hat jetzt quasi eine Option eingeführt, dass diese Einstellungen für Vordergrund- oder Hintergrund-Downloads jetzt auch nicht nur prozentual festzulegen gehen, sondern eben auch über entsprechende absolute Werte. Das macht das Ganze noch filigraner und granularer, da wo es, wie gesagt, nötig ist, wo vielleicht die Bandbreite entsprechend sehr begrenzt ist. Da können Sie jetzt, wie gesagt, hingehen und sagen, okay, wir stellen das jetzt dahingehend detaillierter ein. Ein, sage ich mal, kleines Gimmick, was jetzt sicherlich nicht so viel an Produktivität mit sich bringt, ist jetzt auch die Frage, wer von Ihnen oder Ihren Kunden arbeitet unter Umständen mit mehreren Desktops. Ich in der Regel arbeite mit zwei Desktops, deswegen macht es jetzt nicht unbedingt bei mir, macht es das nicht unbedingt notwendig, quasi diese nochmal separat zu benennen. Aber zum Beispiel in, ja, Grafikstudios, Agenturen, wo ich, wie gesagt, vielleicht mehrere wirklich virtuelle Desktops nebeneinander habe, dass ich hier jetzt quasi auch jeden Desktop selbst nochmal mit einem eigenen Namen versehen kann. Vorher war es eine schlichte Durchnummerierung, Desktop 1 bis X. Wie gesagt, jetzt kann ich das Ganze auch noch mit einem Namen versehen. Dann gibt es, wie gesagt, auch Verbesserungen für Personen explizit mit Sehbehinderung. Manchmal hat man den Eindruck, man zählt dort auch leider schon mit dazu, mit jedem Jahr. Ja, worum geht es hier in der Sache? In erster Linie geht es um Verbesserung des Textkursors, also dass man ja gerade Leute, die wie gesagt relativ schlecht sehen, Probleme haben, diesem Textkursor zu folgen oder ihn ausfindig zu machen, gerade in Dokumenten mit viel Text. Wäre es jetzt quasi entsprechend möglich, über die Einstellungsoptionen diesem Textkursor eine andere Breite zu verleihen, also ihn entsprechend einfach vom Text besser abheben zu lassen und ihn unter Umständen auch mit einer entsprechenden Farbe zu versehen. Damit sollte es dann, wie gesagt, deutlich besser sein, gerade wenn entsprechende Texte geschrieben werden, diesem Cursor auch entsprechend zu folgen. In der Lupenfunktion selber ist quasi auch eine, ja, Wiedergabefunktion hinzugekommen. Das heißt, sofern Ihnen irgendwann das Lesen mit der Lupe zu aufwendig sein sollte oder zu anstrengend, können Sie parallel dann auch über das entsprechende Wiedergabezeichen sich den Text auch vorlesen lassen. Dabei wird jedes entsprechend gesprochene Wort auch hervorgehoben und der Bildschirm selber scrollt dann eben entsprechend auch mit dem Lesetext mit.
sodass das, wie gesagt, von der Benutzererfahrung her sehr, sehr viel schöner ist. Ein, ja, wie ich finde, jetzt nicht spektakuläres Feature oder eine spektakuläre Verbesserung, ich habe es aber mal kurz mit hier reingenommen, ist quasi ein besseres Benutzererlebnis für Nutzer von sogenannten Two-in-Ones oder Convertible-PCs, wo ich entsprechend in der Lage bin, das Ganze zu flippen, also sprich quasi nur den entsprechenden Monitor zu nutzen, um in die Touch-Funktion zu kommen. Normalerweise selber springt in diesem Fall auf diesen Tablet-Modus um. Jetzt kann ich aber, wie gesagt, festlegen, dass ich quasi innerhalb der Desktop-Benutzererfahrung bleibe. Allerdings wird diese eben minimal umgestellt auf, wie gesagt, diesen Convertible-Modus. Und es, ja, es kommen eben kleine Verbesserungen dazu, wie dass sich zum Beispiel der Abstand von den Taskleisten-Symbolen etwas verändert, dass diese ein bisschen weiter auseinanderrücken, um dort, wie gesagt, gegebenenfalls die einzelnen Applikationen besser treffen zu können. Das Suchfeld, was sich in der Anzeige minimiert, die Datei-Explorer, das Layout des Datei-Explorers wird auch entsprechend ein bisschen angepasst, dass es, wie gesagt, ein bisschen touch-optimierter ist. Im Großen und Ganzen, ja, ein netter Versuch, sage ich jetzt mal, den Kunden die Desktop-Erfahrung quasi auch im Tablet-Modus näher zu bringen. Okay, und ja, das waren soweit noch sonstige Verbesserungen. Ich habe sie jetzt mal stellvertretend einfach zusammengefasst, um sie mal kurz mit zu erwähnen. War mir jetzt aber keine separaten Folien wert. Wie das erste zum Beispiel, sofern Sie heute ein Profilbild ändern, hat das unter Umständen immer mal ein bisschen gedauert, bis wirklich dann alle Microsoft-Anwendungen dieses Profilbild übernommen haben. Das soll jetzt auch, wie gesagt, mit dem 2004er-Update sehr, sehr, sehr viel schneller gehen. Eigentlich just in time, so wie man es vielleicht auch einfach erwarten würde, im Zeitalter der Cloud. Das zweite selbst für mich auch ein Punkt, ja, eigentlich sinnhaft, also warum es bis dato so lange gedauert hat, ist halt auch die Frage. Also eine Windows Hello PIN-Anmeldung wird jetzt nun auch im abgesicherten Modus quasi mit unterstützt. Das war vorher eben auch noch nicht so. Bluetooth-Pairing, der dritte Punkt, vielleicht auch für all jene, die zum Beispiel ein Headset oder ähnliches nutzen. Eine schöne Sache, denn es erfolgt hier jetzt einfach wirklich nur noch ein reiner Dialog zwischen dem Gerät und Windows. Das heißt, Sie selber können eigentlich permanent durch kurze Einblendungen rechts unten den Erfolg des Bluetooth-Pairings verfolgen. Vormals musste man, wie gesagt, eben explizit in die Bluetooth-Einstellungen gehen und das entsprechende Gerät auswählen, identifizieren und das Pairing vornehmen. Das, wie gesagt, funktioniert jetzt soweit eigentlich vollautomatisch. Sie könnten gegebenenfalls in diesen Pairing-Modus quasi kurz eingreifen, wenn Sie das nicht möchten. Ansonsten, wie gesagt, passiert das automatisch. Unterstützend bis jetzt leider nur für Microsoft Bluetooth-Geräte. Aber ich denke, da wird in naher Zukunft auch Geräte dazukommen von anderen Herstellern. Ja, und für all jene, die vielleicht Notepad nutzen, auch dort gibt es eine Handvoll Verbesserungen. Das können Sie sich gegebenenfalls ja separat nochmal mit anschauen. Gleiches gilt auch für Sandbox-Eingabehilfen. Auch da gibt es entsprechende Verbesserungen und auch eine Erweiterung bei Diktierunterstützung auf weiteren Sprachen. Gut, das soweit zu den entsprechenden Features im 2004. Ich hoffe, ich konnte Ihnen soweit einen kleinen Übersicht geben. Falls es, wie gesagt, noch Fragen gibt, gerne im Chat. Ansonsten bin ich soweit durch für heute, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.